Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Eichenau. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Das ist die Bertha, Bertha Riedl, ja. Wohnt hier in der Wiesenstraße. Das ist der Mann, der will nicht vor Kamera, gell? Wollen Sie nicht vor Kamera? Jetzt sind Sie aber schon drin. Wie heißt der denn? Hans. Hans, servus. Jetzt soll ich mich erst einmal nur mal vorstellen, so wie sich das gehört, für ein anständiges Mädchen vom Fernsehen. Servus. Grüß dich. Sie haben sich aber recht gut gehalten. Sie sind ja im fortgeschrittenen Alter. Man will es gar nicht sagen, gell? Ja. 81 halt. 81. Die Bertha hat einen jüngeren Mann. Weil die Bertha ist auch zweistellig. Ja. Also älter wie der Hans. Das ist aber ungewöhnlich, ja, oder? Ungewöhnlich, gell? Aber wir haben uns schon zusammengekraft. Schon seit 60 Jahren sind wir verheiratet. 60 Jahre? Ja, aber jetzt mal schon mal persönlich fragen, wie war denn das damals, wenn die Bertha einen Jüngern dahergebracht hat? Ja, das war so. Wir haben ja eine Metzgerei auch gehabt. Ja. Und mein Mann, der war dann bei uns als Metzger da. Und dann mit meinem Und ich bin schuld, hat er gesagt, die haben verführt. Ja, soll damals auch so gewesen sein, gell? Ja, und dann ist halt, mein Papa ist dann gestorben, 52, und dann mir dann geheiratet. Dann habe ich, weil das Geschäft hat er wieder einen Metzger gebracht, weil wir eine Metzgerei auch gehabt. Mhm. Und naja. Ja, mir ist gesagt worden, die Bertha Riedl und ihr Mann sind Originale und Urgesteine des Ortes Eichenau, liebe Zuschauer. Hier stand nämlich mal der legendäre Gasthof zur Post. Die Büdeln schauen wir uns mal an. Da stand also ein Wirtshaus, das Bertha von deinen Eltern war. Ja. Die haben das aufgemacht. Meine Eltern, ja. Wann denn? Am 11. Januar 1921. Das weißt du nur so ganz genau. Und am 20. Oktober 20 haben sie einen Kaufvertrag unterschrieben von der Brauerei Maisach. Wie närrisch. Das ist durchgehend immer. Und das ist durchgehend immer weitergemacht worden, ja. Und dann war klar, dass die Wirtstochter das natürlich irgendwann mal übernimmt. Ja, ich habe schon einen Bruder einer gehabt, aber der hat sich selbstständig gemacht nachher. Mhm. Wie wir dann geheiratet haben, das nachher. Und du warst der Metzger, Hans, oder? Du warst der Metzger. Wolltest du Metzger werden oder hat dich dazu die Bertha auch verführt? Da war ich schon da als Metzger. Ach, da hat sie sich in hauseigenen Metzger verliebt. Einmal. Da habe ich auch gelernt. Da. Und dann ist sie aber vorbeigegangen am Schlachthaus, wie sie nach München an die Stuhl hineingefahren ist. Und da hat sie selber noch nicht geschaut. Und dann hat sie mich halt einmal verführt. Wir wollen nicht ins Detail gehen, gell? Ja, aber jetzt sag. Ja, selber schuld, aber du wirst schon so fesche gewesen sein, Bertha, oder? Ja. Dass er heimlich war. Und dann der Papa, die Mama hat eigentlich, die hat schon gemerkt dann irgendwie. Und nachher sind sie mal zu mir, ich habe woanders weiter vorne geschlafen im Zimmer. Und dann haben sie mal hineingeschaut. Dann haben sie gesagt, wo ist denn der Hans? Ich sage, ja, ich weiß nicht, der ist unter nicht der Bettdecken. Und dabei hat er sich hinter den Kasten versteckt. Weißt du, was man sagt immer heutzutage, der junge Leute so schlimm. Ich war es genauso schlimm früher. So schaut es aus. Ja, aber liebe Bertha, jetzt mal schon fragen, jetzt sieht man so einen Haufen. Tut das nicht ein wenig im Herzl weh? Ja, aber jedenfalls. Besonders wenn man bei der Nacht, wenn man nicht schlafen kann, dann kommt dann das alles. Ich bin ja in dem Haus geboren. Ja. Und dann ist das schon eine schwierige Sache. Also, schon, wa? Ja, klar. Ja, warum ist das weggekommen, das Haus? Warum? Ja, die haben ja mein. Wir haben nicht mehr weitermachen können. Und dann hat sich mein Neffe, der hat sich schon beworben, aber da haben sie eine Auflagen gemacht und haben alles nicht genehmigt mit Parkplätzen und Dingswände, Schallwände mit 2 Metern. Also das ist irgendwie dann auseinandergegangen. Man muss aber sagen, also du bist im 87. Lebensjahr. So wie die älter gemacht. Im 87. bin ich. Du hast ja gesagt, im 87. steht da wie ein Einser. Der muss als Wirt da sein, mal in jung halten, oder? Oder was war so ein Spaß dran? Was hat der Freude gemacht? Ja, das hat man gar nicht anders gekannt. Weil man, daheim ist man aufgewachsen und ist so erzogen worden. Und dann hat man das auch gern weitergemacht. Das aber es ist schon anstrengend auch, ja, sehr. Mein Papa hat aber gesagt, mein Mädel hat aber gesagt, du heiratest für einmal einen Beamten. Heirat bloß einmal einen Beamten und keinen Wirt und keinen Metzger, dass du ein Familienleben hast, dass du mal was hast von deinem Leben.
Aber das muss man sagen, ist natürlich in der Generation, wenn dieser Papa zu ihm sagt, weil normalerweise hätte er sagen können, arbeite weiter, dass das weitergeht, gell? Nein, mein Papa hat damals gesagt, sagt er, heirat einen Beamten, dass du Familienleben hast. Das ist ein Metzger. Wir haben nichts von unserem Leben. Den ganzen Tag ist man, klar ist man, den ganzen Tag ist man im Geschäft, von früh bis spät und dann. Aber was zum Essen hast du einmal gehabt, das ist auch wichtig. Ja, genau. Kocht der oder kochst du noch? Wer macht's? Ja, nein. Aber hast du früher gekocht, Hans? Weißt du derjenige, wa? Freilich. Immer kocht er. Ja. Sie ist nämlich ein bisschen lädiert. Man darf aber sagen, im 87. Lebensjahr bis vor 2 Jahren hast du noch Vollgas gearbeitet, gell? Nein, ich bin hingefallen, habe ich die Tegen rausgeputzt und bin rückwärts gegangen und bin nach hingefallen und habe mir den komplizierten Oberschenkelhals zubrochen. Ansonsten war es nämlich jetzt noch im Wirtshaus, wenn es dort steht, hat, gell? Ja, sonst haben sie zu mir jetzt einmal nicht gesagt. Zu mir hat jetzt einmal ja nicht gesagt. Du hast einmal gesagt, du stirbst einmal da drin. Jetzt gehen wir mal rein. Ich möchte nämlich ein paar Bilder sehen, Bertha. Warte mal, da ist noch so. Ja, können wir auch so holen. Holen wir die Bilder raus, Bertha. Das zweite Mal habe ich nachher die Tür hinter mir zugemacht und hat der Schuh auf dem Teppichboden blockiert und bin wieder hingefallen und habe mir das Becken gebrochen. Oh mei, Bertha, aber stellst du immer noch da. Ja, später gleich. Aber zack ist schon. Holen wir mal die Bilder raus. Schauen wir uns mal einen Vergleich an, oder? Gell, dann gehen wir rein, holen wir die Bilder, sehen wir gleich, liebe Zuschauer. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Eichenau. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, liebe Zuschauer, jetzt haben wir uns allerdings doch entschieden, dass wir drinbleiben. Erstens natürlich, dass wir die Bilder gescheiter sehen. Gell? Und weil Bertha gesagt hat, sie hat einen kleinen Piccolo vorbereitet. Da sagen wir vom Fernsehen natürlich nicht nein. Man merkt, sie ist halt eine Wirtin. Gell? So, wunderbar. Jetzt schauen wir uns einmal so das an, wie es früher war. Erst einmal Prost. Bertha, danke, dass wir reinschauen. Der Hans kriegt auch einen Schlickerl. Der Kameramann kriegt dann auch noch einen. Erst arbeiten. So, zum Wohle. Schön, dass wir da sind. Da steht uns ja. Nehmen wir doch noch mit auf die Fahrt. Gell? Auch noch gekühlt, wunderbar. So, Bertha, jetzt nehmen wir mal die Bilder ein bisschen rüber, damit der Rudi auch ein bisschen abfilmen kann und sieht, wie diese Baustelle, die Sie soeben gesehen haben, liebe Zuschauer, früher mal ausgeschaut hat. Gasthof zur Post, wir sind bei der Bertha Riedl in Eichenau. So war das also früher. Wann ist es abgerissen worden? Vor 1,5 Jahren? Jetzt wird es im August, werden es 2 Jahre, dass wir zu haben. Ja, wann habt ihr erfahren, dass das abgerissen wird, Bertha? Wann haben Sie euch das gesagt, das muss weg? Ach, so war es drin. Nicht weg müssen, das haben wir freiwillig verkauft. Ach so. Wir ist nicht mehr weitergegangen. Nein, und das war nicht zum Vermieten gewesen, weil da war so viel zum Neurichten. Jetzt sind die Vorschriften, alle so groß, die Küche und alles da mit den ganzen. Oh, wer ist denn das da? Mein Papa, da hat Marken aufgeklebt im Krieg. Ach, das war also der Papa, der gesagt hat zu Bertha, heuer einen Beamten. Gell? Das war der sozusagen. Ach, schau her, das war es dann. Ah, mit der Metzgerei noch. Ja, ja. Okay. So ist der Saal gewesen. Was war denn die schlimmste Arbeit, Bertha? Was war das, was dich am meisten Nerven gekostet hat? Mein, was hat dann Neuf? Wenn man es gemacht hat, gern, dann hat man keine Dinge nicht gehabt, Freude. Bist du das, Bertha? Ja, da hat es ein Hochwasser gehabt am Staselbach. Der ist auch schon übergegangen. Und das Wasser bei uns bei der Stummerei bis in die Küche reingelaufen. Nein. Ja, ja. Ist das öfters vorgekommen im Jahr, oder? War das dann bloß. Ah, da ist der Bach. Jetzt wissen wir einmal, dass das der Staselbach ist. Schau her. Weil da sind wir nämlich auch gerade vorbeigekommen. Der Staselbach, ja. Und das war ein Biergarten, alles dabei. Wie viele Mitarbeiter, wie viele Leute habt ihr denn so gehabt? Ja, bloß Bedienung halt. Und wir zwei. Und in der Metzgerei hat er wieder rausgeholfen. Und die Frau hat das gemacht. Hast du einen Sohn gehabt? Hast du das alles gemacht? Finanzen, Betreuung? Wer hat die Kasse gezahlt in der Nacht? Das, oder abgerechnet? Ja. Das war meine Arbeit, aber das hätte der Mann wahrscheinlich genauso gemacht, wenn sie nicht gemacht hätte. Aber es war halt so, dass von Anfang an ich die ganze Buchführungszeug und Steuern, das Zeug, ja, da haben wir schon einen Steuerberater gehabt, aber.
Aber ich glaube, wenn man also nicht aus dem Gewerbe ist und das nicht kann, glaube ich, muss man sich da schon erst einarbeiten. Da muss man nicht wachsen sein, dann geht das. Und man muss mit der Freude machen, die ganze Sache. Ist eher dann so Berufung eher, wa? Ja. Weißt du, nie was anderes vorstellen können, aber nicht einmal so der Punkt, was du sagst, eigentlich mich jetzt immer hinaus aus euch hinein und was anders machen, oder gab es das nicht? Nein, gar nicht. Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Nein. Meine Mama, jetzt muss ich das noch mal sagen. Bitte. Nein, ich wollte nicht. Ich hab eine Schule mitgemacht, eine kaufmännische Handelsschule in Pasing, die Kirmesschule 2 Jahre. Bin ich gegangen und ja, und dann haben wir halt daheim immer arbeiten müssen. Du wolltest gar nicht eigentlich. Da wollten sie mir schon mit, dass ich ins Büro, da hätte ich schon eine Stelle gehabt, aber das war damals mit dem Krieg und mit der Grippe. Also mit den Nabiasen gehörsten, glaube ich. Und da haben sie gesagt, sei froh, dass du nicht hingekommen bist, weil die sind alle dann entnazifiziert und waren in dem. Schwierige Zeit damals, gell? So alles mitgekriegt. Manchmal fällt es auf. Aber das war halt nicht ganz ungefährlich gewesen, das muss man halt auch mal sagen. Ne? Ja. Ganz ungefährlich gewesen. Ja. Da war der Nachbar drin und der war da Chef auch drin in München, in Gestapo. Jetzt hat Gestapo hat das geheißen. Und dann haben sie gesagt, nein, jetzt sei froh, dass das nicht geklappt hat. Weil da hat es geheißen, man darf nur, wenn man das Land ein Jahr hat man da machen müssen, irgendwo hin zum Arbeiten gehen. Du sag mal, und die schönsten Geschichten, also die kühnsten Erlebnisse, ja. Gibt es was du sagst, das ist mir in Erinnerung, das vergisse ich niemals, euer Erlebnis? Da schau her. Meine Mama, wie meine Mama herkommen sind, dann hat meine Mama gesagt, hat sie mir die Bretterbohnen rausbürsteln müssen auf die Knie. Da war so ein Bruder Bretterbohnen drin früher. Und dann hat sie gesagt, meine Mutter hat mich nachher nach Russland geführt. weil die alle mit den Trägern Moorschuhe gekommen sind. Ja. Das Eichenau war ja bloß auch der Moor, waren ja bloß ein paar Häuser da in der Zeit. Da schau her, die ganz Jungen. Ja, und da passen ja rauf. Wir haben einen Musikverein, wir haben alles gehabt. Alles da. Ob es Partei war oder ob es Sport war oder ob es Kulping war oder einfach alles war bei uns. Ein schönes Leben, gell? Also, aus dem man noch ganz viel erzählen kann. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Zeit wieder um, ganz ehrlich, ich habe aber nur einen Durst, der Rudi jetzt auch. Das heißt, wir trinken jetzt den kleinen Piccolo weiter. Bertha, mich hat es gefreut. Wir haben sämtliche Bilder, alles haben wir gezeigt. Wenn nicht, einfach mal wieder dann vorbeischauen, bei der Bertha klingeln und reinkommen. Und so hat Bertha mal als ganz junge Frau ausgeschaut. Bertha, danke, tun wir nur weiter gesund bleiben. Ja, mit dem Hans, mit dem jüngeren Mann. Ja. Liebe Zuschauer, das war es aus Eichenau von der Familie Riedl. Sie schauen, was das alles bringen kann, meine Damen. Sie hat es vorgemacht. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Eichenau. Wechseln auch Sie!